Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink und das ist die Multiplayer Beta, die geschlossene Multiplayer Beta von Spellforce 3. Tatsächlich, wir sind schon bei Teil 3 angelangt und eins vorweg, dieser Key oder der Zugriff darauf wurde mir zur Verfügung gestellt von gamecontrast.de. Also wenn ihr mal keinen Bock mehr habt auf diese Standard-Gaming-Seiten, dann schaut doch mal dort vorbei. Da findet ihr ganz normale News, Reviews, Previews, Let's Plays unter anderem von mir und alles rund ums Gaming. Und das sehr sympathisch und brandaktuell. Kann ich euch nur empfehlen. Geht mal auf die Seite. Ja, Spellforce 3, ich sagte ja schon, wie der Name sagt, sind wir beim dritten Teil angelangt. Und ich habe Spellforce, das Original, also Teil 1, gespielt. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht richtig warm geworden damit. Und also es ist so ein Mix von verschiedenen Genres. Also ist es natürlich ein Strategiespiel, aber irgendwie auch Rollenspiel und das zusammengepackt. War jetzt nicht so meins. Teil 2 habe ich dann somit übersprungen, aber Spellforce 3 sieht wieder ziemlich cool aus. Ich habe jetzt auch noch nicht groß reingeschaut, nur mal ein bisschen, um zu gucken, wie das mit der Grafik aussieht. Und das sieht ganz cool aus, das werden wir gleich sehen. Ja, ich bin sehr gespannt. Die Multiplayer-Beta läuft noch ein bisschen. Ich glaube, Juni, Juli, also um den Dreh auf jeden Fall, werdet ihr darüber auch natürlich noch erfahren. Was gibt es noch sonst zu sagen? Ja, 2017 kommt das Spiel, soll es noch rauskommen? Und was man bisher sehen kann, ist halt das schöne Multiplayer-Spiel. Ich zeige euch das gleich. Gehen wir mal in den Optionen. Ja, also ich, wie gesagt, ich finde es ja schon mal sehr sympathisch, wenn Spiele das hier anbieten. Nämlich, dass man mit so einem Slider Lautstärken anpassen kann. Das finde ich super. Also dieses Rumgeklicke mit Prozentanzeigen oder einfach nur drei verschiedene Optionen oder auch gar keine. Und hier kann man wirklich alles einstellen. Schon mal sehr sympathisch. Ansonsten im Moment nur Englisch verfügbar. Ein bisschen im User-Interface kann man auch verändern. Das ist natürlich ein Strategiespiel. Das sollte man so weit anpassen können wie möglich. Ansonsten, ja, Standard. Naja, stimmt gar nicht. Es ist ja nicht Standard, dass man wirklich so viel einstellen kann. Da gibt es auch große AAA-Spiele, wo das nicht der Fall ist, leider Gottes. Und da rede ich nicht nur von Konsolenports. Das ist auch manchmal so ein Problem. Ich muss die Musik ein bisschen runterregeln, die ist nämlich arschlaut. Changelog haben wir auch schon. Wird natürlich ständig aktualisiert. Spielbar im Moment nur die Menschen. Ja, bevor wir ins Internetplay gehen, es wird ein LAN-Spiel geben. Geil. Ziemlich cool. Machen wir hier so mal eine ruhige kleine Einstiegssession im LAN gegen den Computer. Let's Fetz. Fetz. Great. So, Startpunkt ist hier. Wir spielen auf. Oh, die Schrift ist so klein. Decayed Ruins. Und dann gibt es noch Volcanic Crater. Aber wir spielen jetzt auf Decayed Ruins. Capital Destruction. So, wir holen uns noch einen Computergegner. Natürlich auch very easy, weil ich möchte euch erstmal nur das Spiel zeigen, wie es funktioniert, wie es aussieht. Und dafür ist ein very easy Computergegner perfekt. Und Humans ist die einzige Auswahlmöglichkeit. Ich bin ein Strategiespiel-Liebhaber. Ich habe schon einige Strategiespiele, auch Let's Played. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf Spellforce 3. Wie gesagt, über den zweiten Teil kann ich nicht viel sagen. Der erste Teil, das war nicht so meins. Deswegen, ich habe keine Vergleiche. Letztendlich ist das hier für mich dann der Einstieg. Und ja, schauen wir mal. Ready. Ready. Und ja, da sind wir schon. Die Steuerung ziemlich, jetzt ist meine Mausgeschwindigkeit runtergeregelt. Warum? Ziemlich Standard, was das Real-Time-Strategy-Genre angeht. Mit der Maus bewege ich die Kamera.
Mit der mittleren Maustaste kann ich es auch noch mal ein bisschen bewegen. Und die rechte macht nichts. Aber wir können Steuerung drücken und dann... Magic. Das funktioniert auch. So, das hier ist unser Town Center. Und unsere Arbeiter, 1, 2, 3, 4, 5, haben wir jetzt gerade hier stehen. Maximal versorgen können wir 30 Menschlein, also wenn wir jetzt Truppen ausbilden würden. Wir haben einmal Holz, dann Steine, Food, Iron, na, wie heißt es, Eisen und Distilled Aria, was auch immer das ist. Das haben wir auch noch als Ressource. Und als erstes sollten wir was bauen, damit wir unsere Ressourcen aufbauen können. Hier unten ist das Baumenü, das Construction Menü in Tier 1. Und dann bauen wir doch mal einen Holzfäller, eine Hütte. Und wir können, wenn wir jetzt hier die mittlere, nee, welche Taste war es? Wenn wir die linke Taste gedrückt halten, können wir die Gebäude ein bisschen rotieren, um das auszurichten. So, man kann also in jedem Gebäude auch hier Worker zuweisen. Jetzt den Godstone müssen wir machen. Wir brauchen ja Heroes. Deswegen assigne ich hier mal 3 Stück und hole mir mal einen Hero und ich nehme mal den Archer. Den hole ich mir mal eben. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen was zu futtern. Und dafür bauen wir uns mal eine Jagdhütte. Und eine Jagdhütte passt hier ganz gut hin. Ich lasse mir mal hier die Ressourcen anzeigen. Das macht Sinn. So, da kommt eine Jagdhütte hin. Was haben wir noch? So, Fische haben wir da hinten. Können wir das Ding denn bauen? Gar nirgends. Nirgends. Ja, bauen wir es mal hier hin. So, haben sie schon mal gut zu tun. Wir können reinzoomen, ziemlich weit sogar. Und es ist schon cool animiert. Das gestochen scharf, ist alles tutti. Gefällt mir auch sehr. Achso, die Pfeiltasten auf der Tastatur können auch benutzt werden. So, unser Hero ist da. Dem, was der so macht, das erkläre ich euch später noch. Wo ist er denn? Hier ist er. Den platzieren wir mal hier. Da ist er safe. So, ansonsten, hier ist die Minimap. Und wir können auch hier Kontrollgruppen zuweisen. Das funktioniert auch. Später hinzugefügt noch Spellbook und so haben wir hier auch. Abilities, das ist der Rollenspiel-Part. Später hinzugefügt noch Quests, Glossari und allgemeiner Progress. Ich weiß nicht, inwiefern das den Multiplayer betrifft, aber auf jeden Fall den Singleplayer. So, und die sind schon mal hier ganz aktiv, die Jungs. Und wenn wir sagen, okay, ich brauche jetzt hier für den Holzfäller nicht alle 3, dann kann ich die hier auch rausschmeißen. Das geht auch. Und uns fehlt noch was. Wir müssen noch Steine abbauen. Und hier ist auch noch ein Händler. Hallo. Können wir mit dem interagieren? Gucken, wahrscheinlich schon. So, ich brauche Steine. Steine, Steine. Hier sind ganz viele Steine. 300 Stück. Wow. Ja, ist gut. Brauche ich jetzt gerade nicht. So, Trading. You found the trader. Mhm, tatsächlich. So, was können wir denn hier kaufen? Wir haben 0. Wir haben keine Kohle. Warum nicht? Teleporterstein. Auf jeden Fall können wir uns hier Waffen kaufen, aber wir haben irgendwie kein Gold. Ist blöd, ne? Right on track. Aber macht nichts. Das kriegen wir schon. So, zur Basic-Verteidigung. Basic-Verteidigung. Zur Basis-Verteidigung oder zur Verteidigung an sich können wir hier einen Rekruten oder einen Pillager bauen. Auf jeden Fall sollten wir das auch jetzt tun. Nicht unbedingt gegen den Computer, weil der ist ja very easy. Das heißt, da passiert erstmal lange nichts. So, Fishing Cabin ist aktiv. Stonecutter sind auch aktiv. Und hier in der Hunting Cabin sind sie auch alle aktiv. So, wenn wir die gebaut haben, dann rüsten wir hier unser Town Center in City Center auf. So zentromäßig, also riesige Mall, ein Einkaufszentrum wird dann daraus.
Und dann haben wir dann schon alle Gebäude aus Tier 1? Ne, die Barracks können wir noch bauen. Aber die brauchen wir nicht bauen, weil uns fehlt noch Eisen. Das brauchen wir für die besseren Einheiten. Brauchen wir Eisen und das haben wir bisher noch nicht. Deswegen rüsten wir jetzt erstmal gleich unser Center auf. Da haben wir schon mal ein paar Units. Ich klicke das schon mal an. Und da oben sehen wir, uns fehlen 12 mal Stein. 12 Steine fehlen uns noch. Aber das ist okay, der baut jetzt so lange, bis da wir die 12 Steine auch haben. Ich weiß gar nicht, ich könnte, glaube ich, noch einen Stone Cutter hier engagieren. Also zumindest hier oben. Dann könnten die hier noch abbauen. Das macht wohl Sinn. Wo haben wir es denn? Stone Cutter. Stone. I need Stone. Da. Kein Platz. Warum nicht? Weil die ganzen Bäume hier rumstehen. Das ist doch Scheibenkleister. Mach die weg. Die gehen nicht automatisch weg. Hier könnt ihr auch nicht hinmachen. Hier könnt ihr es hinmachen. Ist ein bisschen weit weg, oder? Ah, Moment mal. Da war gerade was, oder? Ah, nee. Frustrierend. Ich könnte es auch hier hinmachen. Einfach so. Dann könnten sie auch da oben Steine kloppen. Oder da unten. 291 ist okay. Ich mache es mal so weit hier hin, wie es geht, weil dann kann ich hier noch die Barracks bauen später. Ja, mir fehlt Stein, ich weiß. Wo ist mein Hero? Hm. Da. Ja, so an sich finde ich schon ganz cool. Ist jetzt noch nicht so viel spielbar, aber jetzt mit den Tagen kommt immer mehr dazu. Da können wir ein bisschen tiefer eintauchen. So für den Anfang reicht das. Und natürlich möchte ich mich auch ins Gefecht mit echten Menschen stürzen. Und dafür müssen wir ein bisschen sicherer werden, was so die Spielmechaniken angeht. Denn da sind wahrscheinlich richtige Nerds unterwegs. Das kenne ich zumindest von StarCraft. So, da haben wir es. Sound, ich mache mal ein bisschen lauter. Das ist nämlich ziemlich cool. So, die Woodcutters, die Woodpeckers sind fleißig bei der Sache. Aber das reicht mir nicht. Ich brauche mehr Ressourcen. Bauen wir hier nur einen hin. Was ist hier los? Keine Arbeiter. Ja, wie gesagt, ich muss mein Town Center aufrüsten. Ich brauche auch nicht so viele Leute, die hier mit einer Hunting Cabin sind. Können wir hier noch zwei Woodcutter engagieren. What is it? So, brauchen wir, was haben wir noch? Barracks, wie gesagt, das, boah, ich habe nicht genug Holz. Das bringt jetzt eh nichts. Aber es könnte fertiggestellt werden. Wir haben alle Ressourcen. So, da ist es. Das ist das City Center. Und das nächste wäre die Citadel. Und wenn ihr mal schaut, jetzt haben wir nämlich Tier 2 freigeschaltet und können jetzt die Eisenmine, die Eisenschmelzerei, eine Farm können wir bauen und eine Forge. Unsere Einheiten verbessern. Onwards we go. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwo Eisen finden. Da können wir einen Außenposten bauen, das müssen wir machen, damit wir hier Gebäude setzen können. Right on track. Onwards we go. Und da ist auch Eisen. Also so sieht Eisen aus. Und jetzt müssen wir hier diesen Außenposten besetzen. Oh, ich glaube,
Ah, okay, doch, den kriegen wir. Oh, jetzt greift er uns an. Oh oh. So, den haben wir schon mal fertig. Jetzt kommt der nächste. Er zieht uns aber ganz schön ab. Ein Schuss noch. Alles klar. Und jetzt bauen wir hier einen kleinen Außenposten. Und dann kann es hier oben weitergehen. So, was haben wir hier? Okay, alles tutti. Wie viele Leute sind denn hier drin? Einer, das ist auch okay. Woodcutter voll besetzt. Wie viele haben wir denn? Vier Leute sind noch am... Was? Vier Leute haben nichts zu tun? Gibt's doch nicht. Einer geht dahin. So, den rüste ich direkt mal auf. 15 Planks und 10 Food. Alles klar. Time for action. Time for action. Wow. Right on track. So, und dann brauche ich folgendes. Die Eisenmine. Die Eisenmine machen wir hier hin. So, und jetzt bin ich low. Ich habe nämlich kaum mehr Holz. Kein Holz mehr vor der Hütten. Das ist schlecht. Dann mal keine Hunter jetzt und dafür einen Woodcutter mehr. Mal drei Stück. Wie viel Arbeit habe ich noch? Zwei. Fischressourcen sind auch noch gut. So. Okay, nächste Sache ist, wir brauchen die Iron Smeltery. Die kommt dann wohin? Hierhin. Wege kurz halten, ne? Das kennen wir ja vom Siedler und anderen. Und die hacken da oben. Diese Hacken. Wie viele Workers habe ich noch? Einer ist free, der kommt da hin. Und da muss ich erstmal ein bisschen Ressourcen wieder sammeln. Die werden knapp. Und letztendlich brauche ich auch Truppen. Iron and Light. Es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Was kostet mich denn eine Citadel? Zu viel. Ich habe jetzt echt viel Geld ausgegeben für den Außenposten hier oben. Die stehen auch hier echt faul rum. Die machen gar nichts. Nischt. Warum? Jetzt habe ich hier auch null Arbeiter frei. 15 Planks, 15 Brick und 15... Ich mix hier Deutsch mit Englisch, merke ich gerade. Ich sollte mich für eins entscheiden. Also, 15 Planks, 15 Brick und 15 Food. Haben wir. Haben wir, machen wir. So, jetzt kommt auch das Eisen rein. Da können wir nämlich da unten gleich auch die Baracken bauen. So, und unbedingt noch ein paar Truppen. Zumindest so eine Standardverteidigung haben. So, zwei Arbeiter haben nichts zu tun, dann kommen die da oben rein. Stonecutter können wir auch noch einen. Dann haben wir nämlich alle Arbeiter vergeben. So, der ist auch gleich fertig. Mal gucken, wie viele wir dann wieder frei haben. Weil
was wäre denn sinnvoll hier? Auf jeden Fall ist hier viel Holz. Viel Holz. Das können wir nutzen. Das Eisen, das geht auch ziemlich schnell. Ich denke, ist auch gut gebaut hier. Also der Weg ist super, von da nach da direkt hier rein in den Außenposten. Iron and light. Move forward. So, ich werde auch mal meinen Hero wieder runterholen. What is it? Den brauchen wir da oben nicht. Onwards we go. So. Worauf sparen wir? Ah ja, genau. Auf die Barracks. Ich muss die mal irgendwie runterziehen. So bild. So. Wie kann ich den Ganzen denn eine Kontrollgruppe zuweisen? Options. Controls. Move forward. Quick Select Slot. Assign. Wie wäre es mit Assign? Assign to Quick Select Slot. Left Control. So, ich wähle die mal aus. Iron and Light. Zack. Und jetzt sind sie auf 1. Super. Jetzt 1 drücke, sind sie alle ausgewählt. Toll. Wahrscheinlich, wenn ich aus der Sicht bin und zweimal auf die 1 drücke. Iron and Light. Sehr gut. Okay. Läuft soweit. Vielleicht haben wir hier kein Holz mehr. Oh. Ich möchte wissen, wie lange das Stein hier hält. Hier läuft noch Food rum. So, die Zitadelle braucht 25 Planken, 45 Steine, 25 Food. Haben wir nicht ganz. Wenn wir hier 45 haben, können wir das angehen. Die Woodcutters sind auch schon sehr fleißig. Was kostet hier die? Es gibt keine. Doch, da. Border Fortress. Dafür brauche ich aber die Citadel. Kein Problem. Jetzt kann ich schon hier was bauen, wenn ich möchte. Ich habe zwar hier keine Worker, aber das können wir ja machen. Zum Beispiel hätten wir hier einen Soldaten. Dann eine Hellebardier. Ein Pikeman. Marksman. Und ein Scout. Ein Scout. Können wir herstellen. Die sind schon teurer. Brauchen 2 Steine, 2x Eisen und 4x Food. Also, die fressen ordentlich Ressourcen. So, ich weiß nicht. Ich meine, speichern ist natürlich hier Quatsch. Aber wir könnten gleich mal einen kurzen Break machen. Soll ja nur so ein kleiner Einstieg sein. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es weitergeht. Ist ein bisschen gemächlicher, wie gesagt. Zumindest jetzt am Anfang. Dann starten wir in einer der nächsten Folgen irgendwann mal mit dem Multiplayer. Ich denke, wir bleiben erstmal bei den Humans. Anderen kommen wir. Wir können ja noch Upgrades machen für 45 Planken. Dann sind die schneller beim Einsammeln. So, jetzt erstmal die Citadel in Auftrag geben. Und ich glaube, jedes Gebäude kann man hier upgraden, oder? Nee, doch. Kann man. Aber das ist teuer. 40 Steine. Dafür, dass sie das schneller einsammeln. Das ist echt viel. Beim Holz würde ich es machen. Ich glaube, da würde ich es echt machen.
Ein Stein, ich weiß nicht. 45 Planken, ich mach's mal. So, wie lange baut die Citadel denn noch? Time for action. So, wir können auch mal ein bisschen rumlaufen und gucken, was hier so abgeht. So be it. Move forward. Natürlich unsere Basis ungeschützt, aber. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Right on track. Wow, Zombies! Okay, die sind echt stark. I'll send my regards. Move forward. Ja, das lassen wir dann mal. Das war echt eine blöde Idee. Move forward. Da brauchen wir Soldaten und nicht hier diese. Die sind wirklich nicht so gut im Kampf gegen Monster. So, dann warten wir mal, bis die Citadel fertig ist und dann sollten wir mit der Produktion von Soldaten Iron beginnen. And light. Ich fühle mich gerade nämlich echt ungeschützt. What is it? So be it. 87%, 88, 89, 90, 91. Es geht voran. So ist das Upgrade fertig. Auch noch nicht. So, jetzt ist es auch fertig. Was wollte ich? Ich wollte mal einen Soldaten bauen, ne? Genau. So, keiner da. Kommt immer noch einen dritten dazu, dann geht's ein bisschen schneller. Iron and light. Mal Truppen hier woanders hin platzieren. That way? Move forward. Ist der Soldat fertig? Nö. Doch da hinten. Ei. Cool. Fette Schwerter am Start. Ja, da können wir noch ein paar von bauen. Aber jetzt genug Ressourcen. Gut, liebe Freunde, das so als erster Einblick und Einstieg für Spellforce 3. Das ist jetzt nicht nur für Multiplayer gültig, aber ihr habt es mal gesehen. Und ich finde es recht schön und es setzt so einen, nicht nur Wuselfaktor. Es gibt hier nicht nur Wuselfaktor, sondern setzt auch so einen, boah, dann kannst du doch das hier eben noch machen. Oh komm, wir nochmal eben hier schnell so einen, hier so einen so Holzfäller gebaut und so und dann auf einmal hast du 10 Stunden gespielt, ne? Ja. Also ist schon mal sehr schön. Ich bin gespannt, auch auf den Singleplayer dann irgendwann und ob mich das fesseln kann. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, ob meines nicht so tollen Eindrucks von Spellforce 1, aber das ist ja immer Geschmackssache. Ne? Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht, einen schönen Tag und ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich auch über Kommentare freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.